Hallo und herzlich willkommen hier bei Wallner Rasenpflege. Heute beim zweiten Teil zu unserem Morator Rasenmäher. Wir haben das Gerät jetzt seit knapp 2 Monaten hier bei meinen Großeltern stehen und es wurde 3 bis 4 Mal die Woche getestet. Das ist das neue Lieblingsspielzeug der ganzen Familie. Also immer wenn die Familie zusammenkommt, irgendeiner schnappt sich die Fernbedienung und fährt irgendwo auf dem großen Grundstück rum und mäht etwas. Nachdem er jetzt so viele Stunden bereits in Betrieb war, wollte ich jetzt einmal ein kleines Feedback geben. Das wird ein relativ kurzes Video, wo ich einfach das Feedback der letzten 2 Monate wiedergebe. Wer ein ausführliches Video über die Installation, über die ersten Erfahrungen etc. haben will, der geht bitte zum ersten Teil. Ich blende euch das hier oben ein. Hier oder hier, weiß ich es gerade nicht. Aber dort werdet ihr ein ausführliches, halbstündiges Video haben. Heute werden wir einfach kurz einmal das Mähen zeigen und ein Resümee sagen. Und eins muss ich erwähnen, ich habe mich ja beim ersten Teil beschwert oder gesagt, das Einzige, was mich stört, sind die Reifen. Ich habe das der Firma Morator geschrieben. Und was haben sie gemacht? Sie haben mir neue, extrem coole Reifen gesendet. Die sind größer, die sind böser, die sind stärker, die funktionieren. Und das schauen wir uns natürlich jetzt auch gemeinsam an. Wie ihr gerade hier seht, hier haben wir einen Unkrautstreifen noch mit über 1 Meter. Also wir können mal schauen, das höchste des Unkrautes ist, naja, 1,80 Meter fast hoch und hier unten halt das dichtere Gras, was wir haben. Die ganze Wiese, alles was ihr hier seht, was gemäht ist, hat so ausgeschaut. Und all das wurde in dieser Höhe mit dem Morator gemäht. Also das geht hier die ganze Fläche, hier den Streifen neben am Gemüsebeet, ist alles damit gemäht worden. Sie haben extra ein bisschen was übergelassen, damit ich auch fürs Video was zeigen kann. Mein Onkel wollte es gar nicht aufhören, er wollte gleich alles mähen. Ich habe ihm gesagt, er soll was überlassen, damit ich was zeigen kann für euch. Und genau das machen wir. Wir werden jetzt mit dem Gerät da mal runterfahren und werden die Böschung hier fertig mähen, damit ihr einfach seht, jetzt noch besser, wie ihr mit den Reifen hier in der Schräge klarkommt und fahrt und wie toll das eigentlich funktioniert. Also los geht's. Also ihr seht schon, wir sind hier in einer ca. 75 Grad Schräge und trotzdem mähe ich hier ohne irgendwas. Natürlich habe ich jetzt dieses massive Gras, was fingerdick ist, was es jetzt teilweise nur umgebogen hat. Wenn ich aber noch ein paar Mal drüber fahre, erwischt es irgendwann. Und auch im Rest, natürlich muss ich jetzt 2 Mal drüber fahren, das müsste ich aber mit jedem mehr. Aber es ist trotzdem für mich unglaublich, wie toll der das Ganze halt hier abschneidet, wie stark der ist. Und wie gesagt, es ist halt ein Luxus. Normalerweise muss ich hier in der Schräge mit irgendeiner Art von Balkenmäher hantieren. Mühsam, rutsch weg, das ist gefährlich, gar nichts. Mit dem stehe ich da, der kommt darauf, der grabt sich da richtig rein mit dem neuen Reifen. Und das Ganze mit dem Luxus einer Fernbedienung. Und das ist halt schon wahnsinnig gut. Also eigentlich für Landschaftsgärtner, für Bauern, die große Felder haben, genau das sind die Flächen, wo der Morator wirklich glänzt. Er ist aber nicht nur, in Österreich würde man sagen, ein Gstättenmäher. Also man kann jetzt nicht nur die absolute Unkrautwiese damit mähen. Er kann auch relativ schön normale Wiesen mähen und hat dafür die Funktion, dass ich ihn automatisch gerade fahren lassen kann. Und mit einem Knopfdruck hier unten kann ich ihn quasi wenden lassen. Und dann fahrt er wieder parallel zurück. Und ich würde sagen, das probieren wir jetzt einmal, weil das geht nämlich nur, wenn ich die Sensoren wieder einschalte und die haben wir ja ausgeschalten, weil wir da oben die ganzen Obstbäume und alles haben. Hier habe ich jetzt eine Fläche, wo ich das nicht habe, deswegen werden wir auch diese Funktion, die wir beim ersten Mal nicht gezeigt haben, jetzt noch herzeigen und dann das schlussendliche Resümee, ob ich eine Kaufempfehlung abgeben kann für den Morator.
ein Monster, ein Gerät mit unglaublicher Kraft, wo meiner Meinung nach keine andere Maschine wirklich rankommt, außer wahrscheinlich einen 30.000 Euro Roboter von der Gemeinde. Aber eine tolle Alternative in, eigentlich muss man ganz ehrlich sagen, in einem Niedrigpreissegment, weil mit 3.500 Euro und der Kraft ist es ein Billiggerät. Das ist großteils natürlich für Gewerbekunden, aber auch für Bauern, für Landwirtschaftler, für alle, die ein großes Grundstück haben mit viel hohem Gras. Da wetze ich durch, da fahre ich durch über sonst nichts. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist das Gerät einfach eine unglaubliche Erleichterung. Also wie gesagt, meine Großeltern haben den jetzt seit 2 Monaten. Und ihr wisst ja aus der Vergangenheit, dass ich eigentlich alle Roboter etc. hier teste, weil sie eine große Fläche haben. Und das ist bis jetzt der einzige, der wirklich da bleibt, den sie ständig benutzen, über den sie sich wirklich freuen und der absolut eine Entlastung ist für meine Großeltern mit 74 und 84 Jahren. Also selbst mein Großvater, der fährt mindestens 2-mal die Woche damit rum, hat überhaupt keine Probleme, kommt locker mit dem Joystick klar, also selbst in dem Alter gar kein Problem. Und er kann das jetzt wirklich nutzen und kann hier überall zwischen die Bäume mähen, was vorher halt untergegangen ist und fast nicht möglich war. Oder immer sehr mühsam halt mit einem Balkenmäher. Also gerade für die ältere Generation, muss ich sagen, sehe ich hier halt einen enormen Mehrwert, weil das durch den Joystick halt so unglaublich leicht ist. Ich muss nicht schieben, es ist nicht mühsam, ich kann noch einen Anhänger dranhängen. Und irgendwas wohin fahren. Was ich jetzt nicht zugeschickt bekommen habe, leider, ist das Autodumping-System. Dann könnte man sogar automatisch den Grünschnitt irgendwo entleeren lassen. Dann sage ich mir einfach, fahr dorthin, leer alles aus, kommst zurück und dann kann ich den ganzen Grünschnitt sogar abtragen. Also ein unglaublich gutes Gerät und wie gesagt, absolute Kaufempfehlung. Es ist ein Nischenprodukt, es hat aber absolut seine Daseinsberechtigung. Für ältere Personen, für Bauern, für Gewerbetreibende, für alle, die große Flächen mähen müssen. Auch wenn man zum Beispiel gerade als Gewerbetreibender, so wie ich halt als Landschaftsgärtner, wenn man viele Gemeindebauten und sowas hat, da hat man fast immer Bäume stehen. Topgerät, das nehme ich mit. Einer fährt im Sattelmäher rum, der zweite nimmt sich das Gerät, düst umeinander und der dritte vielleicht noch einmal mit dem Trimmer nach und ich bin ratzfatz fertig mit der Arbeit. Also wirklich eine tolle Anschaffung. Wenn euch das Gerät gefällt und ihr wollt es euch anschaffen, dann schaut in die Beschreibung unten. Ich habe meine Links dort drinnen. Dann könnt ihr gerne über diese euch das Ganze kaufen. Ansonsten schaut gerne in unsere WhatsApp-Community, schaut auf Instagram, alle Kanäle, die euch interessieren. Es ist alles in der Beschreibung unten. Schaut einfach rein. Und ansonsten freue ich mich und wir sehen uns im nächsten Video.